Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Dienstagswanderung heute ein bisschen aufregender. Wir haben hier hinter uns, was man nicht sieht, den Steinbruchsee und wir gehen jetzt hinauf in Richtung Teufelsteinhütte. Das ist quasi eine Erstbesteigung innerhalb der Wandergruppe. Ja, ist egal, wo man geht, schön steil. Dieses Wetter hätten wir am Samstag, glaube ich, viel lieber gehabt, aber was soll man machen? Ja, jetzt auch eine entrische Begebenheit. Und zwar mit einem, wer nennt sich, Naturschützer oder Wächter des Sees. Das heißt, da ist tatsächlich jemand aus dem Unterholz hervorgehüpft, als wir versucht haben, uns dem Steinbruchsee von der Rückseite zu nähern, wurden wir schon darauf aufmerksam gemacht, dass es hier eine Verbotszone ist. Ja, Volksgenossen, hier ist alles ausdrücklich verboten. Richtig, während einerseits Millionen und Abermillionen Bäume gerodet werden, wird hier die Fahne des Umweltschutzes und des Naturschutzes im Berchtesdorfer Steinbruchsee hochgehalten. Das weiß man natürlich als kleiner Volksgenosse sehr zu schätzen und finde das großartig. Ich vermute, dieser Naturschützer wird auch ein Monatsgehalt auf unsere Kosten bekommen, dass sozusagen diejenigen, die sich nicht damals nicht therapieren haben lassen, eben auch künftig keine Möglichkeit haben, eine Erfrischung oder Abkühlung zu nehmen. Ich schaue mal hier kurz auf den Felsen rauf. Vielleicht sieht man hier den See von oben. Ich sehe ihn noch nicht, aber ich schaue mal. Na, leider. Die Bäume sind noch zu hoch, also Übungsannahme, See vor uns. Na ja, auch gut. Gut, erstes Video, vielleicht sehen wir ihn von oben. Ende.